Steve G is on the phone, man. Hi to the Mexican community, you know what it is. Bro, das sind Deutsche. Servus, grüßt euch alle. Steve den Motherfucker. Wie läuft Haarwuchscoach, Bro? Erzähl mal. Gemellerung, der andere um so ein Deck, Wischu. Erzähl mal ein bisschen was so von deinen ersten Erfahrungen mit Streamen und so. Also meine ersten Erfahrungen jetzt tatsächlich, durch Leon sind ja ein paar Leute zu mir rübergekommen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Mach mal Video, Nigga. Oh shit. Wo bist du, Langer? What's up, man? Hi, wer ist er denn? Das ist mein Bro, wer bist du, Digga? Das ist mein Nigga alles. Der Leon ist mein Nephew, weißt du? Der redet wie du, Mann. Mit ihm hab ich angefangen. Laber nicht, ja, ey. Ja, das ist mein Day One Nigga. Bescheid. Bro, wir sind gerade live, ne? Erzähl mal was. Ihr seid gerade live? Yes, sir. Entspannt. Freunde, Steve G ist on the phone, man. Grüß mal, Bruder. Over FaceTime from Germany. Hi to the Mexican community, you know what it is. Bro, das sind Deutsche. Das ist mein YouTube-Kanal, Digga. Hi, Servus, grüß euch alle. Servus. Geil, Fitness First Sauna, die alten Vibes. Wisch. Oh shit, Bruder, alten Zeiten noch, gell? War das geil, Training und Sauna, ich hab trainiert wie früher. Ich küsse dein Herz, Bruder. Das kommt, weil wir jetzt die letzten Tage wieder mehr geredet haben, Bro. Kommt diese alte Motivation, kommt wieder hoch. Der Silberrücken kommt langsam wieder. Warte, ich muss den Leuten einmal zeigen, Bruder. Wink mal in die Cam, Bro, was ist da los? Steve den Motherfucker. Wisch, wie das läuft, Alter. Wie läuft Haarwuchscoach, Bro? Erzähl mal. Ach, super soweit. Die Haare sind am Wachsen, die Leute sind zufrieden. Ja, ne? Hab parallel gerade 15 Leute am Betreuen. Und morgen kommt ein Testimonial wieder online. Geil. Geil, hier, guck mal, die Leute. Bei einer Dame war das gewesen, aus der Schweiz. Die Fanus G, Legende, Zeiten damals auf YouTube mit ihm. Steve G ist Legende, Bruder. Die Leute sind... Behind the cameras, Bro. Die kennen nur meine Stimme. Die wissen gar nicht, wie ich aussehe, ne? Doch, Bro. Wir haben doch dann auch mal ein paar Videos zusammen gemacht und so. Weißt du noch, Festival und so? Steve G, Festival, Bruder, ich sag dir es, wie es ist. Festival war das. Ich sag dir es, wie es ist, Mann. Guck mal, wie viele Leute noch jetzt gerade reinschreiben. Und ich bin gerade live, Bro. Du musst irgendwas machen, Bruder. Du hast diesen Hype immer noch, Bruder. Du musst diesen Steve G-Hype, den musst du nutzen, Bro. Vertrau mir. Safe. Hast du recht, Bro. Hundertprozentig, Bruder. Ich sehe gerade 1000 Leute, Bruder. Die Leute sind wild. Wenn wir jetzt ein Video zusammen machen würden oder irgendwas, Bro, die Leute würden durchdrehen. Ja, wir können ja mal nächstes Mal zusammen live gehen. Wie meinst du? Ja, zusammen live gehen. Kann man doch irgendwie bestimmt so streamen oder so. Keine Ach so, ja. Ja, über Skype oder so ein Shit, ne? Wenn du Skype oder so hast. Genau. Skype oder FaceTime oder was weiß ich was. Gibt's bestimmt Möglichkeiten. Ja, aber geiler wäre, wenn du vor Ort kommst, Bro. Ich küsse dein Herz. Das sowieso, Bro. Oder ich komm runter zu dir. Oder so. Ja, wir finden eine Möglichkeit auf jeden Fall. Die Leute fragen, wo du aktuell lebst, Bruder. Ich lebe aktuell, Mannheim und Frankfurt eigentlich, ne? Mannheim und Frankfurt noch, gell? Ja. Hauptmann, eine Frage. Frankfurt. Habt ihr Fragen noch an Steve G, Freunde? Hauptmann, eine Frage raus, Digga. Muss man hier eins. Aber die Zauberformel für die Haare darf ich nicht verraten, ne? Ah, die Zauberformel, Bruder, ist wichtig, ne? Die Zauberformel, die können die auf Grown Herbs finden. Aber läuft gut, oder? Dein Shit? Ja, die Leute sind zufrieden. Vor allen Dingen, das ist halt auch wirklich, wir arbeiten von innen nach außen, weißt du? Das ist so ein Ding, wo über die Jahre gar nicht beachtet wurde. Meistens wurde immer gesagt, so, man kann von außen viel bezwecken, aber wenn der Boden, also das Innere nicht stimmt, dann kannst du nach außen hin auch nichts ausstrahlen, weißt du so? Das habe ich ja auch gesagt, das ist ja auch dein, das ist ja eigentlich dein Erkennungs-, das ist ja dein unique selling point auch, Bruder, dass du halt nicht an die Sache rangehst mit, geh in die Türkei und lass deine Arschhaare in den Kopf einpflanzen, sondern sagst einfach, musst dich innerlich transformieren und dann werden deine Haare auch wieder besser wachsen, so, weißt du? Ja, definitiv. Man soll halt die Kopfhaut als den Boden sehen, ne? Und die wird halt gefüttert von innen, ich sag mal vom Darm, von verschiedenen Faktoren, von Vitaminen.
Und wenn das nicht stimmt, ne, das ist genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Garten hast und du hast eine Erde und du düngerst die Erde und lässt dann quasi das Ganze wachsen. Ne? Mhm. Das Problem ist dabei, wenn der Boden nicht richtig genährt ist, dann kann da auch nichts wachsen. Ja, Mann. Bro, die Leute sagen, du sollst herkommen, Bro. Ich komm gerne rüber, das ist gar die Leute Problem. Sagen, Bruder, du sollst herkommen und wir sollen den alten Shit, wir sollen irgendwas zusammen machen, Vlogs oder irgendwelche Umfragen, irgendwas sollen wir machen, Bruder. Machen wir. Und die fragen, was für ein Landmann du bist, das ist doch selbstverständlich, man. Hab ich ja erinnert, Motherfucker. Hab ich ja, du hast auf den Punkt gebracht. Sag mal was auf Tigrinya, Bro, grüß mal die Leute. Kemelerum, da haben wir alle rum so ein Deck, ey. Wisho. Geil. Nice, Bro, dann macht man euer Live weiter und wir telefonieren mit Twitch. Auf jeden Fall, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Beiden, ne? Geil, dass du angerufen hast, Mann. Ich küsse dein Herz, Bro. Ja, mach's gut. Ciao. Yes, Sir. Musst dir mal unsere alten Videos reinziehen. Mit denen hast du Videos gemacht. Mit ihm habe ich angefangen. Das ist nicht nur Videos, das ist mein Herz. Das ist mein, krass. Das ist mein Seelen. Also, das bin ich. Geil, wir haben immer früher gesagt, auch so. Wir zusammen sind eine Person, so. Weißt du so? Geil. Naja. Der war der erste Mensch, der mich richtig geliebt hat, so. Der so alles für mich gegeben hat, egal was ist, so. Weißt du? Voll schön. Voll schön, ja. Brutal. Wo wir gerade noch vom Team gesprochen haben. Ja, jetzt ruft er an, Digga. Guck mal, jetzt sind wir hier schon ich, du, Steve G. Das ist genau so. Laura muss jetzt noch anrufen, Mann. Das sind genau die Menschen, wo ich sage, wir müssen uns eigentlich zusammentun und irgendwas Geiles machen, so. Das wäre geil. Ah, wegen Steve G. Ah, okay. Ja. Der macht ja so Haarwuchs. Der hat so einen Haarwuchs. Der ist Haarwuchs. Der nennt sich Haarwuchs-Coach. Ach so, ich habe gerade gedacht, es ist jetzt wirklich ernst gemeint? Oder? Ja. Geil. Ja, der hat seine eigene, der hat doch jetzt so eine Supplement-Line, also so eine Haarwuchs-Produkte auch rausgebracht und so. Das ist ja auch voll das Ding bei Männern. Ich habe ne? ja hier kreisrunden Haarausfall auch gehabt. So. Und Aha. das war auch mit, also das hat dann auch, er hat selber auch kreisrunden Haarausfall gehabt, am Kopf sogar. Okay. Und dann hatte ich das auch noch und so. Und dann, er hat sich halt so krass damit beschäftigt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, Bro, du musst da irgendwie das ein Business halt daraus geil, machen. Ja. So. Ja. Das hilft voll vielen. Ich glaube, ganz viele Männer haben da Probleme. Ja. Auch Frauen. Ja. Der hat jetzt mittlerweile auch Frauen im Coaching. Echt? Ja, ich dachte mehr Männer, weil die ich ja hier immer, ne? Ich habe letztens eine Olle kennengelernt, die hat echt sehr undichte Haare gehabt. So. Ich habe es nicht angesprochen, aber... Wow. Das ist mir voll aufgefallen, Alter. Das fällt auch auf. Und bei Männern vor allem, Mann. Ich denke immer, wenn ich einen Mann sehe mit wenig Haaren, dass er sehr gestresst ist. Weil ich habe halt mal über basische Ernährung viel gelesen. Ja. Und über Säuerung. Und dadurch kommt der Haarausfall und so. Ja. Und Stress löst ja auch Übersäuerung aus. Ne? Safe. Ja, gestresste Safe. Männer halt. Denke ich dann immer so. Ja, ist aber auch so. Ja. Ich habe es ja selber gehabt. Ich habe kreisrunden Haarausfall gehabt, hier unten am Bad. So. Krass, aber jetzt ist alles gut? Alles gut. Alles wieder gut. Ja. Schick mal Link in den Chat für Steve, wa? Für den Haarwuchs-Coach-Shit. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich geh mal bei Insta rein. Ich kenne auch Leute, die haben sich schon die Haare wirklich von hier hinten nach hier. Ja. In der Türkei oder so, glaube ich. Viele machen das. Viele machen das. Krass. Viele machen das. Irgendwie brutal, die Vorstellung. Ist ja auch eigentlich, also ich bin da jetzt auch nicht gegen so, aber ich finde halt geil, wenn es auch anders geht. Konkurrenz gibt halt, die es halt auch natural macht. So, ich bin eher so ein Natural-Freak. So, weißt du? Mhm, voll. Das ist Steve G auf jeden Fall hier, Freunde. Haarwuchs-Coach. Geil. Das finde ich geil. Habe ich noch nie gehört. Ja, Mann. Finde ich richtig gut. Ja, Mann. Und ich sag halt, Mann, der Bruder müsste halt auch YouTube. Ich bin ja jeden Tag am 1000 Leute motivieren, dass sie YouTube machen sollen. Aber ich finde halt, wenn du das nutzt für dich, diesen Hype, wir hatten Hype gehabt. Die Leute, er war der bekannteste Kameramann auf ganz YouTube, weil der hat mich immer gefilmt und hinter der Kamera geredet, aber man wusste nicht, wie er aussieht. Okay. Den Film haben auch dann 5 YouTuber nachgemacht, so weißt du? Okay. Und das war halt voll, der war halt immer voll witzig hinter der Kamera und hat so Sprüche rausgehauen und so. Und die Leute haben den immer brutal gefeiert, so. Geil. Und ich sag halt, er müsste das mitnehmen für seinen eigenen Kanal. Mhm. Und wenn er dann diese Community hat, dann kann er sein Produkt auch viel geiler so voll an den Mann bringen, so, weißt du? Und das ist ein geiles Produkt. Ja, brutal. Wow, mega, ja. Ja, Mann. Deswegen wünschte mir, der würde auch mehr machen in Social Media, so. Weil er hat auch wirklich das Herz auch am rechten Fleck hat, so, weißt du? Voll schön. Da schreibt jeder weniger Haare im Alter. Ja, aber manche haben das ja schon in jungen Jahren. Viele, weißt du? Ja. Weil jemand schreibt, im Alter ist normal. Ja, aber ich denke mal, das ist eher für die Leute, die in jungen Jahren schon das Problem haben.
Oh shit, Alter, wir haben auch keinen Moderator. 500 Zuschauer, aber keinen Moderator. Justine, du geile Social. Justine, meine Community mag dich auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, aber wirklich danke. Danke für alle, die rübergekommen sind zu mir. Das finde ich richtig cool. Ich kriege da voll die nicen Kommentare tatsächlich. Erzähl mal ein bisschen was so von deinen ersten Erfahrungen mit Streamen und so. Also meine ersten Erfahrungen jetzt tatsächlich, durch Leon sind ja ein paar Leute zu mir rübergekommen. Und richtig coole Leute einfach, ja. Ich bin das erste Mal live gegangen vor 3 Tagen. Mhm. Und ich hatte direkt 20, 30, ich glaube, das meiste waren über 30 Leute auf jeden Fall. Und das fand ich schon viel für das erste Mal. Weil ich dachte, wenn ich einmal live gehe, da werden so vielleicht 5 Leute dabei sein, höchstens. Wäre auch so gewesen, wenn du nicht jetzt irgendwie Promo, das ist ja Promo hier alles. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, ich verlinke dich, wir machen Videos zusammen und so. Ja. Und so geht das auch weiter jetzt. Ja, das ist natürlich cool. Wir packen jetzt nochmal deinen Kanal hier auch nochmal rein. Ja, das ist natürlich mega cool, weil... 500 Zuschauer gerade, weißt du? Ja, das macht auch Spaß dann. Das ist echt nice, wenn man mit den Leuten so interagieren kann. Die Leute fragen irgendwas, weißt du? Und die haben auch wirklich coole Fragen. Und die, guck mal, die Videos kriegen auch Klicks, ne? Ja, wow, guck mal. 1100 vor einem Tag gestreamt, 128 und Likes. Und nur, so. Ey, mega gut, ne? Und die Quali ist aber so schlecht, guck mal. Ja, Quali ist scheiße, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Ja, was soll ich da machen? Guck mal, 1700, das kriegt schon mehr Klicks jetzt als deine Vlogs teilweise, wa? Ja, voll. Guck mal, die Live-Dinger haben viel mehr Klicks wie die anderen, aber wegen dir, Mann. Ja, aber, weil du ja, da aber mit dabei ich würde dir halt auch empfehlen, du musst auch da aus den Live-Dingern nochmal Highlights rausschneiden. So. Aber weißt du, was ich so feier mit diesen Kommentaren? Ich finde das mega, dass man die Kommentare lesen kann dann im Nachhinein noch. Finde ich voll cool. Ich finde das eigentlich ganz nice, so erstmal. Aber klar, ich weiß nicht. Damit kannst du viel mehr Klicks machen. Mit Highlights. Du hast ja mit mir auch telefoniert, zum Beispiel. Ich Telefonat mit Leon Lovelock, boom, wenn du das hochlädst, das macht auch nochmal die gleichen Klicks wie der ganze Stream. Ha. Verstehst du? Ja, stimmt. Ach so, meinst du das? Ja, eigentlich ist, also es ist cool, dass du die Streams auch oben lässt, so, weil das ist bei mir halt kacke, weil ich will die nicht oben lassen, weil sonst hätte ich 1000 Videos auf dem Hauptkanal, das finde ich eigentlich geil, dass man den nicht nochmal komplett sich nochmal reinziehen kann. Ja, ja. Aber du solltest, wenn interessante Themen am Start sind, die auf jeden Fall auch nochmal herausarbeiten, so. Okay, da muss ich da mal. Ich finde halt, wie gesagt, die Qualität auch leider sehr schlecht. Ich habe versucht, mit mehr Qualität zu machen gestern und dann ging es aber nicht. Ne, dann kam ich nicht online. Wie? Dann ging es gar nicht los. Der hat geladen und geladen, wo ich das eingestellt habe. Ne? Ja, ich glaube, dafür reicht mein Internet nicht aus. Ja, du musst den richtigen Mittelweg finden, so. Weißt du, wie ich meine? Ja, da musst du nochmal reingucken. Ich komme nochmal vorbei. Ja,